Привет, друзья! Сегодня мы с вами встретились, чтобы снова читать на немецком языке. И у нас в руках книга «Ich schenk dir ein Geschichte» «Der Walter Abenteuer» Jürgen Банше Рус. Садитесь поудобнее, давайте читать. Капитель 3. Ульминтал liegt am Ende der Welt, genau wie Amadeo, und seine Freundin ist befürchtet haben. Die Ortschaft besteht aus dem Schullandheim und einem Bauernhof, der das Heim mit Milch, Gemüse und selbstgebackenem Brot geliefert. Dazu kommt ein Briefkasten, in dem die Kinder ihre Ansichtskarten und Briefe werfen können. Ihre Handys und Smartphones, mit denen sie sonst den Kontakt zu Freunden und Verwandten halten, haben sie ja zu Hause lassen müssen. Die schmale Straße, über die der Reisebus die 5B hergebracht hat, endet an einer Kuhwiese. Dahinter gibt es nur noch unbefestigte Vorschläge und Wald, ganz viel Wald. Nachdem alle ihr Gepäck ausgeladen haben, schafft es Greta tatsächlich, zusammen mit Julia, Suri, Maria und Laura, das einzige 5B-Zimmer des Heims zu beziehen. Vom ersten Moment an ist es, als hätte sie schon immer dazu gehört. Der Montag und der Dienstag vergeben wie im Fluge. Sie unternehmen Ausflüge in die Wälder. Es gibt Sportwettkämpfe und ein Fußballspiel Mädchen gegen Junge, das mit einem sensationellen Unentschieden endet. Gleich am Abend ihrer Ankunft veranstalten sie eine Kostümparty und am zweiten Tag ein Schnellschachturnier, das Tom Haus hoch gewinnt. Wer von den Kindern geglaubt hat, die Klassenfahrt würde langweilig werden, sieht sich eines Besseren belehrt. Sogar Amadeo verschwendet keinen Gedanken mehr an Lissabon oder Porto. Am Morgen des dritten Tages bittet Herr Ackermann die Kinder gleich nach dem Frühstück hinaus auf die Sportwiese. Die Sonne scheint von einem fast wolkenlosen Himmel. Zum ersten Mal seit der Ankunft der 5B ist es richtig warm geworden. An den Spitzen der Glashalme hängen Tautropfen über den Wäldern, in denen sich die Blätter rot und gelb zu färben beginnen, kreist ein großer Raubvogel. Ihr wisst, was heute Abend ansteht, beginnt Herr Ackermann. No, ruft Tom, heute findet unsere Nachtwanderung statt, fährt Herr Ackermann fort. Wir starten gegen 10:30 und sind gegen 11:30 zurück. 3 Stunden, das sollte für jeden von euch zu schaffen sein. Wer hat schon mal eine Nachtwanderung gemacht? Mario und Tom meldet sich. Aha, und was ist das Wichtigste dabei, Maria? Immer zusammen zu bleiben, antwortet sie. Richtig, und was noch, Tom? Der Griechst. Wenn wir Wildschweine sehen, auf den nächsten Baum zu klettern. Ihr habt hoffentlich alle an eure Taschenlampe gedacht,
fragt Herr Ackermann, ohne auf Toms Bemerkung einzugehen. Die meisten Kinder nicken, einige schütteln den Kopf. Zu ihnen gehört auch Hannes. In den Trubel der vergangenen Tage hat er glatt vergessen, Batterien zu kaufen. Wer keine Taschenlampe dabei hat, bitte melden. Wie sich herausstellt, haben nicht wenige als 10 der 25 Kinder keine Taschenlampe mit nach Ul mental gebracht. Und das, obwohl Herr Ackermann sie gleich auf den ersten Platz des Merkzettels gesetzt hat, den jeder Schüler von der Klassenfahrt erhalten hat. Na gut, sagt er, wer keine Taschenlampe hat, sucht sich einen Partner, der eine mitgebracht hat. Zieht euch für die Nacht bitte warme Sachen und feste Schuhe an. Proviant bekommt ihr nach dem Abendessen. Abmarsch! Pünktlich um 22:30 Uhr. Noch irgendwelche Fragen? Wieder melden sich Tom. Was ist, wenn sich einer von uns im Wald verläuft? Will er wissen? Eine sehr vernünftige Frage, schaltet sich Frau Fassenbender ein. Solange ihr alle aufeinander achtet, kann das eigentlich nichts passieren. Und wenn doch, lässt Tom nicht locker. Frau Fassenbender greift in den Beutel, den sie über die Schultern gehängt hat, und holt eine rote Trillerpfeife heraus. Jeder von euch erhält heute Abend eine solche Pfeife. Wer sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen verlaufen sollte, bläst einfach hinein. Das wird uns alarmieren. Cool, ruft Tom. Allerdings bitte ich euch, die Trillerpfeifen nur im Notfall zu benutzen, fährt Frau Fassbender fort. Habt ihr mich verstanden? Die Kinder nicken. Du auch, Tom? Aber loge, Frau Fassbender. Bleibst bei unserer Wette? Fragt Amadeu Hannes, als sie ins Haus zurückgehen. Na klar, hast du deine Taschenlampe dabei? Logo, dann gehen wir zusammen los, sagt Hannes. Seine Mutter arbeitet, seit sein Vater zu seiner Freundin gezogen ist, an der Kasse eines Supermarkts und als Kellnerin in einem Café. Mit der beiden Jobs verdient sie nicht gerade viel. Für den Urlaub auf Mallorca hat sie jeden Monat Geld zurückgelegt. Und das hat sie garantiert auch getan, um Hannes das Smartphone schenken zu können. Wenn er die Wette tatsächlich verliert, wie soll er seiner Mutter erklären, dass das teure Smartphone jetzt Amadeo gehört? Wie soll er ihr jemals wieder in die Augen sehen? Wie soll er ihr erklären, dass er alles bloß getan hat, um nicht als geadelt dazustehen? Er muss die Wette einfach gewinnen, koste es, was es wolle. In den letzten Nächten hat der Mond nur als dünne
Sichel am Himmel gestanden, schon beim Start der Nachwanderung wird es im Wahn dunkel sein, das wird Hannes des Verschwinden erleichtern. Im обязательно с вами, друзья, продолжим. Оставайтесь со мной, будьте, конечно же, здоровы и больше читайте. Пока!